Mein Name ist Claudia Streimelweger. Ich bin ehrenamtlich beim Roten Kreuz Brunn tätig, bei den Gesundheits- und sozialen Diensten. Ich leite Seniorennachmittage und Seniorentreff im Bleibaktivzentrum in Brunn. Daneben mache ich auch noch Besuchsdienst, weil es einfach eine gute Abwechslung ist. Das Coolste ist eindeutig all das, was zurückkommt von unseren Gästen. Die Menschlichkeit, die Herzenswärme, die Offenheit, das Vertrauen, was wir erfahren und auch die Gruppenzusammengehörigkeit. Ich habe immer so im Gedanken, dass ich all das, was ich im Rahmen meiner Tätigkeit und von unseren Seniorinnen, weil sie ja so ein großes Lebenspaket in sich haben, lernen kann, kann ich mit in all den Kursen der Welt, die ich bezahlen müsste, nicht lernen. So bin ich sehr dankbar dafür. Ja, manchmal im Sommer würde ich wahnsinnig gern Radfahren gehen an so schönen Nachmittagen, aber in Wahrheit ist es mir allemal wert, das zu verschieben und unbedingt den Seniorennachmittag zu machen. Es geht darum, dass wir alte Menschen, die alleine leben, aus ihrer Einsamkeit herausholen, eine gute Gemeinschaft bilden können und die Persönlichkeit, die im Laufe des Alterns bei vielen so langsam dahinschwindet, wieder stärken können. Das heißt, wir aktivieren unsere Gäste. Und das machen wir jeden Dienstag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr hier im Bleibaktivzentrum in Brunn. Dazu bieten wir Kaffee und Kuchen oder einen kleinen Imbiss an. Und ja, wir spielen, plaudern, machen Sitzturnen, viele Gedächtnisübungen, feiern wahnsinnig gerne Geburtstag, gehen auch zum Heurigen. Hauptsache, wir haben Spaß. Ich las in einer regionalen Zeitung, dass es einen Informationsabend beim Roten Kreuz gibt über ehrenamtliche Tätigkeiten. Ja, und da haben wir teilgenommen, mein Mann kam mitgenommen und beide sind wir seither beim Roten Kreuz. Und sehr schnell hat sich herauskristallisiert, was ich machen möchte. Ein guter Schritt. Beim Roten Kreuz ist es so, dass man gute Ausbildung geboten kriegt. Als erstes gibt es mal einen Kurs über das Rote Kreuz. Dann auch einen Erste-Hilfe-Kurs, der immer wieder wiederholt wird, aufgefrischt wird. Dann gibt es einen Grundkurs über Sozialdiensthelfer und einfach begleiten während der Nachmittage. Und danach kann man sich schon aussuchen, welche Kurse man besuchen möchte. Da gibt es was über Seniorentreff leiten, Umgang mit Trauer oder Begleitung von dementen Menschen, Validation und vieles mehr. Wichtig ist, dass man einfach pro Jahr einen Kurs besucht und das ist auch sehr schön, weil es ein gutes Angebot ist und immer weiterhilft. Ich habe keine Visitenkarte und brauche auch keine, weil wenn mein Name und meine Telefonnummer wichtig sind, dann speichert man sich gleich ab. Das Beste ist vielleicht einfach mal auf der Homepage zu schauen, sich Telefonnummer oder E-Mail raussuchen oder Facebook schauen und sich dann einfach melden, einen Termin ausmachen, drüber plaudern, was man tun möchte und mal einen Schnuppernachmittag tätigen. Danach kann man wieder weitersprechen und schauen, was gut ist für einen selbst.